Natürlich ist es so, dass wenn wir fasten, wir auf eine andere Weise auf uns selber zurückgeworfen werden, weil wir zum Beispiel Disziplin an uns üben. Im Christentum, in anderen Religionen gibt es den Brauch zu fasten. Ich mache das. Was hältst du davon? Also ich selber faste nicht, aber natürlich reduziere ich manchmal auch meine Ernährung, wenn es zu viel geworden ist und wenn man durch Sport irgendwie nicht mehr Herr wird nach Weihnachten oder Silvester. Ja, beim Fasten geht es vielleicht auch ein bisschen ums Abnehmen, aber es geht doch auch um die religiöse Komponente. Man fastet, damit man sich wieder auf das Wesentliche im Leben besinnt. Also natürlich ist es so, dass wenn wir fasten, wir auf eine andere Weise auf uns selber zurückgeworfen werden, weil wir zum Beispiel Disziplin an uns üben. Fasten ist eine Arbeit an sich selbst, wie das in der Philosophie genannt wird, und man muss dauernd an sich selbst arbeiten. Insofern ist Fasten natürlich eine ethische Übung. Also Fasten ist gut, wenn ich verzichte, ne? Zum Beispiel Konsum. Jeder Mensch kann alles kaufen. Viele sagen, Konsum ist Opium für das Volk. Ja, also natürlich ist es so, dass in einer Gesellschaft der Konsumenten, die im Wesentlichen über Konsum gesteuert wird, es häufig so ist, dass wir immer mehr haben wollen und dann nicht mehr das, was wir dann jeweils haben, wertschätzen können, weil wir schon das nächste haben wollen. Insofern ist dort auch Verzicht als Teil unseres Kaufverhaltens ganz zentral. Worauf verzichtest du denn? Ich verzichte hin und wieder auch, zum Beispiel mal eine Woche lang auf guten Wein oder so, um erstens zu überprüfen, ob ich schon Alkoholiker geworden bin und zweitens, um herauszufinden, um die Qualität des Weines danach wieder besser schätzen zu können. Das ist mir irgendwie zu wenig. Ich glaube, wenn man jetzt bewusst noch mal verzichtet auf, ja, vielleicht auch auf etwas, was einem dann richtig wehtut, dass man merkt, ja, da ändert sich was, da entsteht sowas wie eine Reinigung, eine Katharsis. Ja, also ich glaube selber nicht, dass wir eine besondere Reinigung bedürfen, weil wenn wir eine Reinigung brauchten, manchmal im Jahr, zum Beispiel nur in einer Fastenzeit, würde das ja bedeuten, dass eigentlich unser Wesen, unsere Subjektivität auf bestimmte Zeitpunkte im Jahr beschränkt ist. Aber eigentlich sollen wir immer in der richtigen Haltung sein und nicht nur einige Wochen im Jahr.